wir wählen den oberen. Und jetzt kommt der Aufklappwinkel. Hier gebe ich jetzt einfach mal 80 ein, drücke Enter und ihr seht, der ganze Schenkel ist jetzt aufgebogen. Servus, grüßt euch. Heute zeige ich euch, wie ihr solche Einspanneisen erzeugen könnt. Die werden nämlich eigentlich so gebogen vom Biegewerk und werden dann heruntergebogen, nachdem die untere Lage der Deckenbewehrung eingebaut wurde. Das heißt also, das Einspanneisen wird in die Wand eingelegt. Im Endzustand ist es um 90 Grad gebogen, aber das Biegewerk biegt es nur so auf 10 Grad auf. Ich habe schon etliche gesehen, die 1 Grad biegen lassen. Also ich glaube, da wird das Biegewerk ein bisschen schimpfen, aber ich würde jetzt einfach mal sagen 10 Grad. Dann steht das Ding so nach oben. Wenn ich jetzt das, da kann ich doch irgendwie so, halt, welche Taste kann ich da wieder zeichnen? In Altplan war das Linksshift. Na? Ah, Alt, okay. Also, das heißt, so schaut eigentlich das Eisen gebogen aus. Und wenn die untere Lage der Decke verlegt worden ist, komm, war noch. Ja, passt doch. Dann wird es runtergebogen. Das heißt, wir müssen eigentlich in der Stahlliste das gebogen aufzeigen und im Einbauzustand so. Wie machen wir das Ganze? Ganz einfach. Ich mache das rückgängig mal, was ich hier gezeichnet habe. Wir löschen jetzt für mich diese ganzen gebogenen Eisen. Dazu gehe ich dann noch in meinen Assistenten und ich suche mir den passenden Layer aus. Ja, Zulage ist nicht. Linksbewehrung auch nicht. Für mich ist es eine Allgemeinbewehrung oder Anschluss. Es ist eine Anschlussbewehrung eigentlich. Also Doppelrechtsklick, Anschlussbewehrung. Winkeleisen passt mir gleich. Jetzt müssen wir aufpassen auf den Durchmesser. Wenn der auf 12 ist, dann bekommt ihr Riesenprobleme. 10 ist das Maximalste, was ihr machen könnt. Bleibt am besten bei der 8. Ich schaue, dass ich 8 alle 15 einbauen kann. Und weil sonst wird es mit dem Biegen schwierig auf der Baustelle. Schenkellänge 75 cm. Das müsste passen, denn meine Bewehrung lege ich meistens bloß bis hierher. Unten mache ich es länger. Also unten lasse ich bis hier vor und oben gehe ich bloß bis hier. Also 75 auf 75 passt. Betondeckung mache ich 0,0 gleich, passt schon. Weil ich schiebe es dann so hin, wie es braucht. Ja, jetzt gehe ich in meine Seitenansicht hier. Na, das ist die Ansicht. Das ist die Seitenansicht 1. Okay, hier brauchen wir nicht. Wird wahrscheinlich eh nicht so gemacht. Egal. Ja, genau, und wenn ihr einen Rückbieganschluss braucht, wie also einen Rückbieganschlussgenerator, dann könnt ihr natürlich auf meine Homepage gehen, www.subgra.de, also www.subgrade. Da könnt ihr das Ganze kostenfrei runterladen und auch nutzen, Einbauteil und herstellerübergreifend. Aber jetzt geht es um die Eisen. So, escapen. Dann haben wir das hier. Ja, ich penne. Wo ist mein Eigenschaftsfenster? Hallo, wo ist es hin? Ja. Pinder denn? Doch. Jetzt können wir das Ganze noch beschriften. Will ich jetzt erstmal nicht, das breche ich erstmal ab. Und jetzt muss ich das Ganze noch linear verlegen. Das kann ich jetzt entweder im Grundriss tun oder in meiner Ansicht. Das wäre von hier nach hier. Wir müssen uns das bloß vorstellen, dass es nach oben ist. Flucht nur mal, ob es dann besser wird. Ja. Doch, das können wir so einbauen. Hier theoretisch auch. Also wir können noch weitergehen. Das heißt, mit Links-Shift kann ich die Verlegung anwählen und es noch weiter nach außen führen. So, jetzt möchte ich aber wirklich das Eigenschaftsfenster andocken, weil sonst springt es immer, wenn ich eine Bewehrung mache. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie weit ist denn die Betondeckung wirklich? Ja, meistens haben wir in der Innenwand 2,5. 0,025 bitte.
Aber dann kommt ja auch schon die Mattenbewehrung. Und die Mattenbewehrung trägt ja auch auf. Jetzt, wenn Sie so eine Kuh, ja, die meisten haben so um die 8 rum, ne? Ihr müsst halt in euren Heft reinschauen. Die mal 2 sind es 1,6. Ich mache 1,5 cm. Das heißt, ich verschiebe das Ganze nochmal minus 0,015 in x. Ja, und wenn ihr eigentlich immer dran haspelt, da, ob jetzt x oder y Richtung und minus oder plus, dann bitte macht's doch einfach diese Anzeige hier rein und nehmt das Fadenkreuz. Ihr seht es dann nicht an dem. Ich kann es nicht zeigen, ne? Komme ich jetzt ran? Jetzt. Ihr seht hier diese Linie. Die rote und die grüne Achse. Und wenn sie irgendwas verschiebt oder kopiert, dann seht sie auch die Farben grün und rot hier an eurem Delta. Das heißt, ihr wisst eigentlich immer, in rot ist es einfach in diese Richtung. In grün ist es diese Richtung. Und ist es müsst ihr es in der grünen Achse nach unten verschieben, dann ist es minus. Ganz einfach. Aber ey, da können wir immer so aufregen. Wenn jetzt alle ihre Mauszeiger aktivieren und dann nicht mehr wissen, wo sie es hinschieben sollen. Aber gut, ist ja nur meine Meinung. So, jetzt gehen wir von der Decke noch 2,5 runter. Auch hier haben wir Grundbewehrung zweimal. Auch hier schieben wir das nach unten noch. Minus 0,015. So, und jetzt müsste das Ganze passen. Jetzt messen wir. Diese Angabe müssen wir machen. Ich gebe mal nochmal die Maßlinie dran. Von der Turnierkante bis hier 54, das passt, weil dieses Maß müssen die wissen, wenn sie die Wand bewerten, wie weit wird es da reingesteckt. Dieses Maß wäre auch, nee, das ist die Kante. Gut, wir geben das einfach nur an bis zur Oberkante. Das tut uns nicht weh, das machen wir. Und jetzt gehen wir das Ganze noch an. Natürlich brauchen wir, ach, was haben wir denn meine Funktionen jetzt? Ach, da oben, Action Bar. Wir machen einen Gesamtauszug von unserem Eisen. Und jetzt auch gleich als Tipp: Schaut immer, ich escape mal, dass ihr hier diese drei Haken ein habt, weil sonst habt ihr meistens eine viel zu große Stiftdicke und die Farben und alles ist dann sonst verkehrt. Nicht so wie euer Bürostandard. Also, jetzt setzen wir den einfach mal hier irgendwo ab. Dann können wir den immer noch verschieben. Aber ich schiebe ihn erst an die richtige Position, wenn es weit ist. Denn jetzt müssen wir das Ganze. Oh Mann, kann ich das mit dem Kontextmenü mal? Auszug aufklappen. Jetzt wird der Drehpunkt abgefragt. Seht ihr jetzt nicht, gell? Wegen meiner Kamera. Dann verschiebe ich die mal. Hier unten wird der Drehpunkt abgefragt. Und dann sage ich, der Drehpunkt ist jetzt genau in der Mitte. Also hier ist die Achse. Welchen Schenkelklappen? Wir haben jetzt zwei zur Verfügung. Wir wählen den oberen. Und jetzt kommt der Aufklappwinkel. Hier gebe ich jetzt einfach mal 80 ein, drücke Enter und ihr seht, der ganze Schenkel ist jetzt aufgebogen. Wieder Escapen, Verschieben klicken oder die Funktion verschieben. Dann mit Linksshift wieder den Auszug holen. Und jetzt nehme ich mir diesen Eckpunkt hier und setze ihn hier hin. So quer sind wir schon besser. Genau. Und dann schreibe ich noch den Text dazu oder holen wir das aus meinem Assistenten einfach raus. Da habe ich einfach Schenkel nach Verlegen der unteren Bewehrung in die obere Lage abbiegen. Vielleicht sollte ich da noch Deckenbewehrung reinschreiben. Naja, aber gut. Irgendwas muss ich die Baufirma erkennen. Oh, okay. Ich revidiere alles, was ich gerade gesagt habe. Ja genau, und jetzt sehen wir es aber hier, haben wir die Einspanneisen. Schauen wir es uns mal in 3D an. Hier haben wir jetzt die Einspanneisen hier verlegt. In dem. Und jetzt können wir jetzt natürlich rundherum kopieren. Vorausgesetzt, es macht Sinn. Und es wird auch eingespannt. Ja, und ansonsten nochmal kurze Werbung für Einbauteile. Hier sieht man gerade die Ecodorn. Ich habe es jetzt hoch aufgelöst. Natürlich könnt ihr das auch, um Performance zu sparen, eine einfache Darstellung machen. Zum Beispiel hier, zack, alle mitändern. Und jetzt habt ihr eine vereinfachte Darstellung und einfach noch so ein Kastensystem. Selbe System ist auch bei den Dübelleisten. Die schauen jetzt hier einfach ziemlich kantig aus. Aber wenn wir uns das Ganze im Grundriss anschauen,
dann schaut das schon ziemlich rund aus, weil einfach eine 2D-Folie drüber liegt. Aber auch hier, ihr könntet jederzeit hier wieder reingehen. Ihr könntet theoretisch den Hersteller wechseln, wenn ihr möchtet. Aber ihr könnt natürlich auch die Rundung erhöhen. Ich schließe das Ganze, sag mal, ja. Schauen Sie uns nochmal in 3D an. Das hat sich ein paar geändert. Genau, das waren noch die innenliegenden, aber die äußeren, die wurden jetzt runder dargestellt. Und natürlich ist es auch so bei der Box. Hier habe ich jetzt einfach so viereckige Balken als Eisen gemacht. Das reicht vollkommen aus. Und im Grundriss sind es 2D-Folien plus 3D. Ich blende mal die 3D-Folie aus und mache aber die Rundung auf 40. Und hier Level of Geometry auf 500. Und jetzt schauen wir uns das Ganze wieder an. Und jetzt schaut die Echo-Box so stylisch aus. Wir haben einen perfekten Kragplattenanschluss. Und das Tolle ist, ihr könnt das alles über die Schnelleingabe eintippeln. Das heißt, ihr holt euch einfach, wo ist mein Explorer? So, Projekte, wo ist mein Webinar? Ihr könnt jetzt einfach hier zum Beispiel da so einen Ausdruck kopieren, Bemessungsausdruck hier einfügen, einen Doppelklick machen und schon wurde das Ganze generiert. Oder wenn ihr halt den Bemessungsausdruck so bekommt, und ich nehme lieber den anderen, dann könnt ihr auch diesen Text einfach hier rauskopieren, hier einfügen, Doppelklick und das Ganze wird wieder generiert. Ihr könnt auch sagen, mir reicht es, einen Stab anzuzeigen, weil für den Schnitt reicht es. Ihr könnt auch hier größer und kleiner ziehen, ihr könnt die einzelnen Stäbe verziehen und dann habt ihr im Schnitt die Eisen hier parat, die Beschriftung wird automatisch organisiert und das war's dann auch schon. So, jetzt haben wir Einspanneisen und ein paar Einbauteile gesehen. Jetzt geht's zum Download direkt auf die nächste Homepage auf www.subgrade oder ihr schaut euch das nächste Video an. Auf jeden Fall liked dieses Video. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Peter. Servus.